Hallihallo, ich bin's, die Barati. Ja, wir haben jetzt sehr, 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 sehr viel gechantet, sehr viel Mantren rezitiert und ich möchte euch da gerne eine Erfahrung erzählen, die ich da hatte und auch ein bisschen erzählen, was das nächste Seminar ist oder auch Seminare, die ich jetzt noch so plane. Ich bin ja im Bereich ja, Bewusstseinserweiterung wirklich schon mega lange unterwegs und irgendwie gehört das halt total zu meinem Leben mittlerweile total dazu. Ich bin eigentlich immer erst überrascht, dass man diese Erfahrung vielleicht nicht so hat, wie ich sie habe. Und ja, als wir zum Beispiel die Hanuman Chalisa, die 108 Mal rezitiert haben, wow, das war diesmal so, dass ich so gut wie kaum Pause gemacht habe. Das sind so 8 bis, ja, manchmal ist man auch 12 Stunden dabei am Chanten. Rezitieren von einem Mantra, was also in die höheren Lokas, ja, in die höheren Lichtenergien geht und diese Energien zu uns holt. Und das ist dann teilweise wirklich wie so ein Automatismus. Also es ist wirklich natürlich auch super anstrengend und super, 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 super ja, schwierig manchmal auch. Und dann, wenn der Kopf angeht oder so, und dann kommt aber irgendwann eine Energie und dann fühlst du richtig so, wow, es läuft und die Schwingung kommt und die Energie kommt. Und das kenne ich auch aus Indien, also wenn ich in Indien unterwegs bin und ich bin in den Tempeln, ich kann das kaum beschreiben, was ich da fühle. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass ich das nicht irgendwie jedem so wie so ein Chip irgendwie auch so, zack, hier guck mal, das ist, was ich fühle, so zeigen kann, so dass das alle erleben können. Und ja, zum Beispiel nach der letzten Chalisa gab es so ein Erlebnis. Meine Tochter hat mitgerezitiert, was ich total überraschend fand. Also sie wollte auch nicht mehr weg, sie wollte sich auch das Mikrofon nicht aus der Hand nehmen lassen. Sehr faszinierend. Und dann gab es einen Punkt, wo die Energie so hoch wurde. Und nach den 108 Mal haben wir dann eine Stunde Stille gemacht. Und ich habe mich dann auf eine Yogamatte gelegt mit dem Kopf Richtung Hanuman. Und meine Tochter auch, und wir lagen dort und es war so eine wunderbare Energie und ich habe halt gemerkt, wie ich automatisch mich erweitere und wie ich so eine Einheitserfahrung bekomme und wie ich anfange langsam meinen Körper zu verlassen und es fühlte sich total schön und total bläs und es war so wow und so happy und bis dann der Moment kam, wie ich dann hörte. Hat leider jemand sehr stark geschnarcht. Aber das ist natürlich total blöd, das kenne ich auch aus meinen Astralreisen-Seminaren. Ah! Und dann bist du irgendwie so kurz davor und hast so die starke Erfahrung und dann ach, kommt so diese Unterbrechung, das war ein bisschen blöd. Dann sind wir hochgegangen und habe mich dann ins Schlafzimmer auf mein Bett gelegt. Aber da war dann schon ein Teil der Energie nicht mehr ganz so stark. Das ist ein bisschen schade. Also, wenn wir Mantren rezitieren, ist es immer total wichtig, dass wir danach in eine komplette Stille gehen, um die Energie wirklich zu verdauen und wirklich zu fühlen. Ja, genau. Und ja, und das nächste Wochenende, also das werde ich auch sicherlich nochmal wiederholen, wenn ihr das Video später schaut. Das mache ich ja schon seit ein paar Jahren, aber das entwickelt sich auch gerade nochmal in eine andere Richtung. Das merke ich gerade. Gibt es wieder ein Astralreisenseminar. Ich bin gar nicht ganz sicher, wann ich mein erstes gemacht habe in Deutschland. Ich glaube echt so vor 10 Jahren schon fast. Schon echt lange her. Also bevor ich mal nach Indien gegangen bin, da war ich auf den Philippinen. Und das ist schon über 20 Jahre her. Da habe ich schon das erste Wissen über außerkörperliche Erfahrung weitergegeben. Aber da wusste ich noch nicht so viel. Da habe ich halt einfach nur Übungen gemacht. Also von einem schamanischen Heiler, der Mauer am Bad. Und dieses Wissen gebe ich ja auch weiter in den Engelseminaren. Die ich jetzt auch nicht mehr so häufig mache, ist einfach so, seit ich Kinder habe, sind die einfach absolute Priorität. Deswegen mache ich vieles auch nur ein- oder zweimal im Jahr im Moment. Das ist einfach so, die stehen höher wie alle Seminare oder irgendwas in meinem Leben. Aber die werden auch größer und dann, ich merke das auch, ich habe mehr Zeit bald zur Verfügung und es ist auch schon so, ist nicht mehr ganz so intensiv wie mit dem Baby. Genau, aber für ein paar Jahre habe ich jetzt halt deshalb auch weniger gemacht. Genau, und worauf ich jetzt hinaus? Genau. Und da habe ich dann einfach nur dieses Wissen weitergegeben. Die Übungen einfach. Das sind Engelenergien, Kraftworte, wie man die Chakren aktiviert. Ja, und jetzt mittlerweile, die Astralreisenseminare haben sich halt bei mir auch total verändert, weil ich halt
gemerkt habe, dass es ganz, 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 ganz wichtig ist, in ganz kurzer Zeit ganz viel Shakti aufzubauen. Also Shakti als ein anderes Wort für spirituelle Power, für spirituelle Energie. Und die Kundalini muss halt auch total da sein. Und das ist halt total wichtig. Und ja, da sind jetzt ein paar Dinge dazugekommen, meine Toolbox. Also ich werde in den nächsten Seminaren auch die Dunkelretreat-Astralreisen-Seminare, bin ich gerade dabei, Yantren vorzubereiten. Also es gibt Energieobjekte und auch ein sogenanntes Yantra, um außerkörperliche Erfahrungen bewusst hervorzurufen. Sorry für die Hintergrundgeräusche, ich müsste mein Mikrofon nehmen, weil ich finde dieses andere Kabel nicht zum extra reinstecken. Ja, ich und Technik. Und die bereite ich gerade vor. Und dann wissen ja einige von euch auch schon, dass die Pandora mit auf den Punkt gekommen ist. Und die Pandora gibt halt ganz, ganz starkes, natürlich ein Hilfsmittel, ist eine Krücke auf jeden Fall. So wie andere Dinge halt auch, wie auch zum Beispiel vom Monroe-Institut, die Sounds, die Robert Monroe gemacht hat, die Originalen, die unterrichte ich oder gebe ich ja auch immer weiter, dass man mal eine Übung damit macht und so. Aber es funktioniert halt, ja. Und ich glaube halt, dass wir einfach verschiedene Dinge brauchen, um ganz schnell wirklich eine Erfahrung hinzubekommen. Und jetzt habe ich halt noch die Pandora dazu und ich habe mir gedacht für dieses Seminar, dass ich auch ganz spezielle Sessions mache, auch spät abends und sehr früh morgens. Eben mit der Pandora gibt es zum Beispiel 3-Stunden-Programme, 2-Stunden-Programme und einige von euch kennen ja auch den Marco Hümer und der war ja auch hier bei uns in Sassbach-Walden und der hat ein bisschen, also ich weiß noch gar nicht ganz so viel von seinen Sachen, die er macht. Ich habe mir jetzt ein paar YouTube-Videos angeschaut von ihm, aber da bin ich halt auch noch so ein bisschen am Erforschen, wie das so alles zusammenhängt bei ihm. Aber es ist auf jeden Fall so, die paar Frequenzen, die ich mir bisher anhören konnte, die fand ich persönlich sehr stark. Und ich habe ihn gefragt, ob das okay ist, wenn ich ein paar von diesen Frequenzen runterlade und das wird das auch mit integrieren. Und das wird jetzt nur ein- oder zweimal sein, dass wir so eine Session machen. Und ich werde das aber kombinieren mit Energieobjekten und Mantrenchant vorher und Kraftobjekten. Weil ich halt das Gefühl habe, es ist halt total wichtig, dass man wirklich, gerade wenn man in so einem Setting ist, 3 bis 5 Tage oder sowas, dass man wirklich ganz, 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 ganz viel macht, um die Energie so schnell wie möglich hochzukriegen. Plus wir arbeiten dann, einige von euch kennen ja vielleicht auch den Peter, der mit den Orgoniten arbeitet, der wird diesmal auch dabei sein, vielleicht auch mal die nächsten Male gucken und er wird auch noch ein bisschen was über die Orgoniten erzählen. Die werden wir auch noch mit rein, aber ich arbeite auch mit alten Kraftobjekten, also mit indischen Kraftobjekten, Energieobjekten und Asche. Also wir werden auch eine Session machen und total mit Asche einschmieren, total mit Shiva-Energie aufladen und total wirklich die Vibration spüren. Also für mich ist es halt so, dass ich halt sehr, sehr lange Jahre noch Vorträge gemacht hatte und viel erzählt habe für Theorie. Und ich habe jetzt gar nicht mehr so viel Lust auf Theorie. Also natürlich wird es auch Theorie geben, das ist natürlich klar. Aber Übung ist noch viel, viel wichtiger und die Erfahrungen sind einfach wichtiger. Das bringt mir persönlich auch am allermeisten Spaß. So, und ich freue mich halt deshalb auch so besonders auf dieses Mal oder auf die nächsten Male auch, weil ich merke, dass sich das ein bisschen verändert, dass dann wieder ein bisschen mehr Dynamik reinkommt. Und ich einfach da auch nochmal wieder richtig Inspiration bekommen habe und gesagt habe, okay, wow, deswegen mache ich auch die 21-Tage-Dunkelretreat-Gruppe zum Beispiel über Astralreisen, weil ich gemerkt habe, die ist dann komplett ein Dunkelretreat mit Übungen und Kraftobjekten und Mantren und Energieaufbau, weil ich einfach persönlich erstmal spüre, was für eine Energie das ist, wenn ich zum Beispiel die Chalisa chant oder Mantren chanten, aber nicht alle haben das gemacht für 10 Jahre, ist ja klar, ich meine, hat man auch nicht alle die Zeit zu, nicht jeder hat die Lust dazu, aber erstmal kann ich ganz viel machen für die Gruppe und die Energie aufbauen zusammen mit den Leuten. Es gibt auch Abkürzungswege. Und das nächste, was man halt auch machen kann, ist halt ein Energiefeld zusammen aufbauen und eben halt auch schauen, dass man andere Methoden dazu nimmt. Und ich habe halt bei den 10-Tage-Astralreisengruppen gemerkt, dass ganz viele, die schon andere Seminare besucht haben und schon Dinge kennen, auch sehr schnell Erfahrungen haben, aber einige auch erst nach 7 bis 8 Tagen und da müssen sie schon wieder rausgehen. Ja? Deswegen mache ich halt jetzt auch vermehrt, also auch längere Gruppen.
Und ich persönlich plane im nächsten Jahr auch nochmal ein ganz langes einzelnes Retreat, aber in kompletter Stille. Darauf freue ich mich sehr, 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 sehr. Zumindest so, dass ich ja, vielleicht mit ein oder zwei Personen mal einmal in der Woche spreche und vielleicht auch ein Audio-Tagebuch führe oder sowas und euch vielleicht sogar teilhaben lasse an einigen Prozessen. Aber ich persönlich merke, dass Stille also ein ganz, 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 ganz wichtiger Teil ist, um wirklich hohe spirituelle Energie aufzubauen und wirklich powervolle Shakti aufzubauen. Das spüre ich total stark. Und ich kriege auch so Nachrichten und bei mir läuft telepathisch viel mehr und ich fühle mich viel mehr angebunden, wenn ich in Stille bin. Und auch das wird ein Teil sein meines Seminares jetzt, denn ich habe sehr viel Erkenntnis bekommen in den letzten Wochen, weil ich war super viel alleine aus verschiedensten Gründen oder war da nur mit einem der Kinder oder so. Und ich habe auch diesen Rückzug sehr gebraucht und bin da auch noch weiter in dieser Energie. Und ich merke, dass ja, umso mehr ich in diesen Rückzug gehe, umso mehr geht dieser Kontakt auch wieder nach oben auf. Und das habe ich, merke ich auch gerade bei uns im Haus. Wir waren eine Zeit lang viel mehr im Haus. Wir haben auch eine Zeit lang wirklich hier mit mehreren gelebt und so. Und jetzt ist es im Moment so, dass es im Moment eine Phase ist. Das kann sich auch alles wieder ändern, in der es einfach ein bisschen ruhiger ist. Nicht, dass nicht Dunkelretreats, also sie sind schon da, ne? Es sind jetzt gerade drei Dunkelretreats, auch eine 21-Tage-Dunkelretreat. Es sind auch drei Gespräche am Tag. Manchmal, jetzt kommt noch jemand Viertes, auch manchmal vier Gespräche am Tag. Aber es ist generell irgendwie eine ruhige Energie, also wir haben jetzt ja die Sandy in der Küche, das läuft irgendwie und es ist alles so mehr eingespielt. So am Anfang war noch viel mehr in den ersten 2 Jahren, wo ich mich wirklich um alles kümmern musste. Und jetzt merke ich, dass dieses auch ruhig arbeiten und dieses in Stille sein, diese Phasen, aber auch eine totale Synchronität geben. Ich denke was und plötzlich schreibt mich jemand an oder keine Ahnung, ich kriege voll die Eingebung, ich muss nochmal mit jemandem kontakten, der auch zum Beispiel Astralreisen macht. Zum Beispiel der Todd aus England ist so jemand hier. Und dann plötzlich kommt dann, ja, wunderbar, lass uns da mal irgendwie zusammen sprechen. Ich habe da auch schon drüber nachgedacht und so, wo ich denke, okay, wow. Also wo einfach Dinge, Synchronizitäten passieren, die man sonst nicht hören würde. Die würdest du halt nicht hören, wenn du ständig im Außen bist. Das heißt, in den Seminaren, die ich dann jetzt mache, wird auch Stille ein wichtiger Aspekt sein. Ja, und ich überlege auch mit den nächsten Indienreisen, das ist ja die Frauengruppe und dann die Shivaratri-Gruppe, ob wir da auch nochmal so eine Zeit machen, 1 oder 2 Tage super intensiv Mantren chanten in Stille und die Energie aufbauen. Ich glaube, das habe ich so die letzten 2 Jahre auch ein bisschen versäumt. Einmal so, weil, oder ich habe es nicht genug, wie soll ich sagen, ich war vielleicht nicht streng genug. Vielleicht auch deshalb, weil ich auch oft so gucke, was wünschen sich die Leute oder was wollen sie sich noch ansehen oder so. Aber ich glaube, der Weg nach innen ist absolut der wichtigste, um diesen Kontakt nach außen aufzumachen. Ja, also ich freue mich total. Ich merke da gerade eine ganz große neue Inspiration in mir. Und genau, ich bin auch gefragt worden, das ist auch nochmal so dazu, was eigentlich für 2020 geplant ist. Eine Frage, wo der Kopf großer Trecker. Ich muss dieses Kabel mal finden. Ich darf das Kabel finden. Genau. Was war jetzt das, was ich. Achso, genau. Was ist die Planung für 2020? Und das ist so lustig. Ich habe gerade keine Planung. Also eigentlich war die Idee, dass ich bis August die ganze Planung zusammen habe. Und im Moment ist so alles so. Ich weiß nicht, so alles so auf. Okay, mal gucken, was kommt in jeglicher Hinsicht. Und ich bin. Und das Schöne ist, ich bin da so ruhig mit. Das ist so irgendwie, ich bin so im Moment voll bei mir angekommen und das ist total okay, ob es so ist oder so ist oder so ist. Und für mich ist wichtig ja immer, dass ich Dinge nur mache, die voll in meinem Herzen sind. Und eine Sache weiß ich schon, deswegen ist auch Shivaratri erst einmal, das wird nicht die ganz letzte Reise sein, aber jetzt ist die Frauenreise und Shivaratri und dann kann es sein, dass ich eine Pause mache. Es ist jetzt gerade so ein bisschen in the air. Es hatte am Anfang andere Gründe, weil ich fand es einfach super aufwendig, mit Kindern zu reisen und so weiter. Jetzt mittlerweile merke ich aber, nee, es ist mehr so, dass ich merke, einmal auch der Fokus und auch die Ruhe zu haben,
zu gucken, was will ich eigentlich wirklich. Und ich merke, umso mehr ich eben in diese Ruhe gehe, dass da ganz viele Sachen kommen. Wie zum Beispiel Nepal. Also ich muss unbedingt in Mount Kailash. Ich muss einfach unbedingt zum Kailash. Und ich muss unbedingt zum Manasarova. Und ja, das ist einfach so. Und das will ich auch einfach erstmal auschecken, ob ich das vielleicht auch wirklich nur mit einer ganz kleinen Gruppe mache. Vielleicht nur mit 5 oder 7 oder sowas. Und dann ist ja Bhutan noch, wo ich hin möchte. Und dann muss ich jetzt erstmal gucken, so muss ich erstmal reinfühlen, was will ich gerade eigentlich. Und ich habe mir vorgenommen, dass sobald ich das weiß und hundertprozentig im Herzen fühle, ich dann auch erst in die Umsetzung gehe. Ja, und was ich aber gerade fühle, ist, dass die langen Dunkelretreat-Gruppen, dass ich die auf jeden Fall weitermachen möchte. Ich glaube, das ist wirklich eine ganz wunderbare Sache. Nee, das weiß ich, das fühle ich. Und da habe ich auch gerade noch ein paar Ideen zu. Nicht nur zum Thema Astralreisen, sondern auch zu anderen Themen. Ja, und genau, das erzähle ich euch dann, wann es soweit ist. Also, es bleibt spannend. Und ich freue mich, wenn ihr mir weiter Fragen stellt. Ich habe übrigens, möchte ich auch sagen, auch super viele Fragen schon gesammelt. Ich habe wieder so ein ganzes Glas voller Fragen. Ich habe das ja schon mal gesagt, wenn ihr Fragen habt, schickt die gerne. Dann tue ich die ins Glas. Da sind mir super viele Fragen zusammengekommen. Und ich schaue mal, ob ich es diese Woche noch schaffe, ein paar von diesen Fragen zu beantworten. Ja, und dann bin ich super gespannt auf das nächste Außerkörperlich-Bewusst-Erleben-Seminar. Teil 1, Teil 2 und die Dunkelretreat-Gruppe und ja, was noch so alles kommt. Ja, ihr Lieben, und es ist ja eine sehr, sehr bewegte Zeit, in der wir leben, finde ich zumindest. Also ich finde, was so im Außen passiert, ist total viel, aber manchmal berührt mich das und manchmal denke ich, was für eine Welt leben wir, und dann gibt es wieder Phasen, wo ich denke, okay, hat wenig mit mir persönlich zu tun. Es ist halt auch sowas, die Abgrenzungen werden auch irgendwie stärker oder sowas. Es gibt immer Wege, wie man sich seine eigene positive Energie kreieren kann. Richtig? Also ihr Lieben, macht's gut und ich wünsche euch alles, alles Positive und alles Gute. Bis bald. Tschüss!